deze maand is het 70 jaar geleden dat Anne Frank overleed in concentratiekamp Bergen-Belsen. Vandaag en morgen lopen er heel veel Duitsers op het Merwedeplein. En ze hebben oude fietsen meegebracht. Ze maken een film over Anne Frank. En daarvoor wordt het plein omgebouwd en gesminkt tot de buurt zoals ze er 75 jaar geleden uitzag. Bij de toegangswegen staat een bord dat er hier vandaag dingen te zien zijn die confronterend zouden kunnen zijn. Dat lijkt misschien overdreven, maar een man met een jodenster op zijn jas, midden in Amsterdam. Anne Frank, gevlucht uit Duitsland, ondergedoken uit angst voor Duitsers en gestorven in een Duits concentratiekamp. Voor het eerst wordt ze nu herdacht in een Duitse bioscoopfilm. Een Duitse actrice spreekt haar dagboekzinnen uit in het Duits. En niemand weet wat Anne daarvan gevonden zou hebben. Das Tagebuch der Anne Frank draait waarschijnlijk volgend jaar in de bioscoop. Ook morgen worden er opnames gemaakt op het Merwedeplein. Een treurige dag wordt het. De Duitse filmmakers hebben bepaald dat het dan regent. Ze kunnen bezwaar aantekenen. Ja, maar in het centrum wel, maar in Zuid niet. Want ik was zo bang dat ze nog zouden, want stonden ze ook in toestemming van het centrum, dat indien de bewoners bezwaar maakten. Ja, maar het stadsdeel bestuur Zuid zegt, het is omstand is niet aan en niemand kan het tegen. Nou ja, ik heb dus geen commentaar gehad, nee, maar ik heb dus al een keer eerder, heb ik dus toen met 4 mei posters van de Parool. Ja. Heb ik daar dus al posters met een brief daar in de bus gegooid. En ik heb het al een keer gedaan. En ik heb daar dus ook een Guten Morgen. Ja. Genau, wir sind die Gruppe aus Hamburg. Hallo. Hallo. Ines Rahn. Guten Tag. Ich bin der Mann. Ja, Peter Rahn. Ja, welkom allen. Hallo. Danke. Very nice here. He is on his way. He's coming in a red. Ich war Direktor an der Schule, ich bin aber pensioniert, yeah, yeah. Vorbei. Meine Frau arbeitet noch und sie hat, es war ihre Klasse, sie hat erzählt von Anne Frank und sie hat erzählt auch von Gretel Bergmann, eine große Sportlerin, eine jüdische Sportlerin, die nicht an den Olympischen Spielen in Berlin teilnehmen durfte, 36, und die ist emigriert in die USA, ja. Und sie ist heute die Patin unserer Schule, ja. Und sie lebt noch, sie ist 101 Jahre alt, sie lebt noch. Ja. Und da hat meine Frau erzählt und die Schüler, komm mal bitte mit hierher, die Schüler waren dann ganz begeistert, jetzt kannst du bitte weiter erzählen, ich bin gerade dabei, wie du das gezeigt hast. Sie hat Bilder von Stolpersteinen in Hamburg gezeigt. Ja, in Berlin auch. Eine Schülerin von uns, die da gegenüber steht, die etwas größere, Isabel, die war Abiturientin, ja. sie Isabel. hat
hat einen Stolperstein verlegt in Hamburg für einen jüdischen Jungen. Und das hat meine Frau in ihrer Klasse gezeigt. Ja, das hatten wir aufgenommen und ich habe den Schülern davon erzählt. Mhm. Und dann haben sie gefragt, warum werden Stolpersteine verlegt, für welche Menschen? Und so sind wir dann darauf gekommen, was ist mit den Juden damals passiert? Ja. Und wir haben halt dann einmal von Gretel Bergmann erzählt und dann von unserem Erlebnis hier in Amsterdam mit Anne Frank. Mhm. Und sie wurden immer interessierter und wollten überall hin. Keiner ist jüdisch. Nein, ich glaube, keiner ist jüdisch. Wir aber wir sind, sehr, sehr international. Wir kommen aus Polen, Russland, Afghanistan, Türkei. Unsere Schule heet Gretel Bergmann School. En zij was een Joods hoofdspringster tijdens de nazi-tijd. En zij is vorig april 100 jaar geworden. En ze woont nu in New York. En heet nu niet meer Gretel Bergmann, maar Margaret Lambert. En haar verjaardag hebben we heel groot gevierd op school. En vandaar kwamen we op het thema racisme, discriminatie en ook jodenvervolging. En dan hebben we het dagboek van Anne Frank gelezen. En wij wilden dus heel graag dan met de klas ook naar het Anne Frank huis. En mijn collega Ines Raam, die hier achter ze staat, die heeft dus uitgevonden dat zij vroeger hier woonde, de familie Frank. Dus zijn wij hier naartoe gekomen. En de kinderen vonden het vreemd dat er nog geen struikelsteen was voor Anne Frank. Wat ze zo beroemd is. En in Hamburg zijn er toch wel meer struikelstenen dan hier in Amsterdam. Dus ja, zo kwam dat allemaal. Ah, het is inderdaad opvallend dat er hier nog geen steen ligt. Ja. Hè? Het is ook eigenlijk heel mooi dat jullie nu juist deze steen aangevraagd hebben. Herzlich willkommen. Dies ist die erste Aktivität in dem Rivierenviertel, in unserem Viertel, in diesem besonderen Jahr. Die Initiative dieser deutschen Schüler passt perfekt in das 70. Jahr des Gedenkens der Befreiung hier in den Niederlanden. Unter jungen Menschen lebt der Wille, ein Leben in Freiheit und Frieden zu erlangen. Das Projekt dieser Kinder, um die gegenseitige Toleranz zwischen den verschiedenen Kulturen zu fördern, ist auch unser Thema für dieses Jahr. Wir werden versuchen, dieses Thema von uns persönlich heraus zu gestalten, aber auch von unserem Kreis und von unseren Rivierenviertel heraus. Stein für Stein hoffen wir, so eine bessere Welt zu bauen. Die Familie Frank und namentlich Anne steht für uns als Symbol da für die 14.000 Bewohner dieses Viertels, die ermordet wurden. Wir werden ihren Namen immer wieder nennen, damit sie weiterleben. Wir sind ihnen verpflichtet zu verkünden, nie wieder Auschwitz. Das ist gut.
Es sind jetzt von Norwegen, Tromsø bis Rom und Legionsmeer und Ariol, südlich von Moskau, über 50.000. Es sind 18 Länder in Europa, in Deutschland über 1.000 Kommunen, in Holland über 100 Kommunen und es geht weiter. Also in den 3 Tagen Amsterdam werden 66 Steine verlegt. Es gab eine Vorarbeit, und zwar eine Schriftspur in Köln zur Erinnerung an die Deportation von 1.000 Zigeunern. Das war im Mai 1940. Man kann sagen, diese Deportation im Mai 40 war so etwas wie eine Generalprobe. Denn um 1.000 Menschen auf einmal wegzubringen, Bewohner einer Stadt, muss ja die Logistik da sein. Ich habe von den Wohnhäusern, also es waren 1.000 Rom-Sinti aus Köln, sie wurden mit LKWs abgeholt aus ihren Wohnungen zur Deutzer Messe gebracht. Die Deutzer Messe war Außenlager des KZ Buchenwald, gegenüber war der Bahnhof. Ich habe diese Schriftspur von den Wohnhäusern zur Deutzer Messe auf die Straße gedruckt. Der Text Mai 1940, 1.000 Rom und Sinti. Eine ältere Dame kommt dazu in der Kölner Südstadt und sagt zu mir, ja, ist ja schön, was Sie machen, aber hier bei uns im Viertel haben niemals Zigeuner gelebt. Sie war wirklich davon überzeugt. Und ihr ist das Kinn runtergefallen, als ich ihr das gezeigt habe. Und war mir klar, die Sinti waren seit 400 Jahren in Westeuropa heimisch. Die waren total assimiliert, sie waren katholisch, waren eben normale Bürger. Die jüdische Gemeinde von Köln hat mir dann gesagt, ja, hier in Köln, wir haben bis 33 noch mit unseren christlichen Nachbarn die Feste zusammen gefeiert. Da wurden Kuchen ausgetauscht, Matze ausgetauscht. Mit dem Koscheren haben die Kölner das nicht so ernst genommen. Es war eine sehr liberale Gemeinde. Aber das war der Auslöser. Auschwitz war weit weg und für ganz wenige vorstellbar. Angefangen hat dort, wo die Menschen zu Hause waren. Und da den Namen zurückzubringen, das war eigentlich der Ansatz. Rabbi von Köln hat mir dann eben noch mitgegeben aus dem Talmud, ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist. Hier, ein Soldat, Kriegsgefangenschaft, Magdeburg erschossen. Hier Magdeburg anstatt hier erschossen.